Schäfer, 5:2-Sieg beim KSC, das ist nicht vielen Mannschaften bislang gelungen. Worauf führst du diesen außergewöhnlichen Erfolg heute zurück? Wir haben eine gute Mannschaftsleistung heute abgeliefert und waren sehr effektiv nach vorne. Ich glaube, der KSC hat auch noch mal ein, zwei mehr Chancen, wie jetzt Tore gemacht haben. Die Effizienz war heute ausschlaggebend, um so schnell auch in Führung gegangen zu sein. Mit den 5 Toren stellt ihr mit insgesamt 23 Treffern derzeit auch den stärksten Sturm der Liga. Warum läuft es auch in der Offensive jetzt wieder so gut? Ja, wir sind ganz gut eingestimmt, dass die Mischung passt und bei uns treffen auch sehr viele und das ist auch ganz wichtig, um nicht so ausrechenbar zu sein und wir versuchen uns Woche zu Woche zu verbessern und natürlich so viele Tore wie möglich zu schießen. Viele Tore ist das Stichwort, im Hessenpokal 6, heute 5, also das war schon eine ziemlich perfekte Woche. Ja, kann man sagen. Und sonst? Gibt es nicht viel dazu anzufügen. Wie persönlich zufrieden bist du damit, dass, sagen wir mal, nach dem vielleicht, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreichen Start in die Saison, jetzt ist nicht nur in der Offensive, sondern auch insgesamt deutlich besser läuft und heute ein Tabellensprung von 12 auf 5 mit 3 Punkten Abstand zu den Plätzen 2 und 3 sich jetzt aufgetan hat? Wir haben einen sehr, sehr schlechten Start hingelegt. Wir haben zum Meppen-Spiel gesagt, wir wollen die Saison nochmal von neu beginnen und wollten ab da alles nochmal bei Null starten für uns. Und das ist uns sensationell gelungen. Dankeschön. Bitte.